Dann sehen wir uns mal um. Wieder ein Predikt eines besorgten Bürgers. Patricia Wegelbott. Mehr nicht? Okay. Nein, das konnte nicht sein. Naja. Dieselben Wunden wie die anderen Opfer. Eine Untersuchung wäre Zeitverschwendung. Ich muss zur Krüppel-Kati. Schnell. Na gut, dann mal los. Kann ich mit ihr nochmal reden? Nein, sie ist fertig. Los, lauf! Ich bin gespannt, wer der Typ ist. Und ob der im Auftrag von Nathaniel das Ganze soll machen. Kannst du mir wirklich vorstellen. Keine Zeit für mich ertrunken. Ja, mal wieder so, was für eine geile Quest. Und nicht irgendwie so kurze, abgetroschene Quest, sondern ja, richtig geile, lange Stories dabei. Hängt ihr rum wie die Fliegen an der Scheiße statt ehrlicher Arbeit? Jedes Mal wieder an diese Scheißbrücke. Flucht! Was ist das hier? Ziegelei? Ich setze meine Hoffnung auf das ewige Feuer. Färberei. Wird wohl Regen geben. Ah, toll, ich bin plötzlich hoch. Hier wird nicht rumgehangen. Was ist nochmal mit Holtes passiert? Warum hängt mir das eigentlich so ewig nach? Haben wir nicht bewiesen, dass wir so waren? Ah! Ah! Du brauchst auch Geld, Pete. Wie konntest du nur? Noch mehr Treibgut aus dem Hier. Mach langsam. Die süße Nettie, wo ist sie? Oben, aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Das sehe ich dir an. Ich würde dir einen Rabatt geben. Wie wär's denn ein Dreierschätzchen? Die Madame.
Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Kein Nachlass, super. Au! Rüpel! Niemand wird dich hören, Schlampe. Keine Seele. Aber dich. Dich wird gleich die ganze Stadt hören. Und schon wieder störst du mich, wo ich das doch so verabscheue. Eigentlich will ich mit der süßen Nettie spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Aber ich kann auch mit dir anfangen. Was denn? Kein Vorspiel? Kein Formaldehyd? Keine Kohlen in den Augenhöhlen? Wovon sprichst du, verdammt? Von Mord. An Fabian Meyer, Patricia Wegelbuth und zahlreichen anderen. Schwachsinn! Du hast dich geirrt, Streuner! Ich habe eine Nachricht bei Patrizias Leiche gefunden. Die hat mich hierher geführt. Zu Krüppel Kati und der süßen Nettie. Wenn du sie nicht hinterlassen hast, wer dann? Weiß ich nicht. Aber ich sehe, dass wir reden müssen. In Ruhe. Okay. Wer wusste, dass du hier sein würdest? Ich hänge diese Ausflüge nicht an die große Glocke. Stell dir vor, es gibt nur einen Mann, der... Aber das ist doch nicht möglich. Er fasst doch sogar Leichen mit Samthandschuhen an. Der Leichenbeschauer. Er hat gesagt, du wärst beschäftigt. Dass du nicht in die Leichenhalle kommst. Ich muss ihm nach. Geh, aber zum Lagerhaus 12 bei den Docks. Da ist er um diese Tageszeit Material beschaffen, Formaldehyd. Ich bleibe hier. Ich habe mit der süßen Nettie noch eine Rechnung offen. Schließlich habe ich im Voraus bezahlt. Du wirst sie losbinden, deine Börse auf den Tisch legen, verschwinden und niemals zurückkommen. Ja, mach ich. Guter Junge. Der Leichenbeschauer. Der miese Hund. Jetzt bin ich fast sicher, dass er ein Vampir ist. Das erklärt, wie er über diese Mauer drüber kommt. Er muss einfach ein Vampir sein. Ich bin für die Liebe wie geschaffen. Und ich sag noch, die sind keine Gefahr. Das ist eine materielle. Wir verteilen mal schnell unseren Punkt hier. Was kommen denn da? Ich bin ein materielles Mädchen. Hey, Jacki, du bist der Älteste. Hey, grauer Ritter, brauchst du einen Knappen? Ich habe ein Langschiff, was gerne hier im Hafen gesehen. Ich hab so ein Gefühl, ich bereite mich doch gleich mal vor. Verbessertes Vampir. Nicht diesen Zug auch schon genommen? So ein Vampir-Zug oder so? Schwarzes Blut. Zu Rum und Abendbrot sag ich nie nein. Ich hasse die Verkaufung. Sieh an, noch ein Mutant. Na, ist das Formaldehyd alle? Ich hab dich unterschätzt. Fast hättest du mich auf frischer Tat erwischt. Dann hast du meinen kleinen Trick mit Nathaniel durchschaut.
Aber alles weißt du nicht. Sonst hättest du das Silberschwert gezogen. Wer? Was bist du? Ein Vampir. Ein höherer natürlich. Hast du einen Grund zum Töten und zum Foltern? Ich dachte, darauf kämst du auch. Die Symbolik ist doch offensichtlich. Kohle für die, die blind für das Feuer sind. Das feuergeborene Ei des Salamanders ersetzt das kalte, ketzerische Herz. Feuer für die Kehle, die... Ja, die Symbolik ist klar. Aber warum tötet ein höherer Vampir im Namen des ewigen Feuers? Das ist doch ebenso offensichtlich. Ich teile die Diagnose der Kirche. Novigrad ist eine gefallene Stadt. Die Bewohner haben die grundlegendsten Konzepte von Moral und Anstand vergessen. Ich erinnere sie daran. Auf eine Art, die zuverlässig wahrgenommen wird. Es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben. Du hättest dich auf dem Platz des Hierarchen auf eine Kiste stellen und predigen können. Wie witzig. Das habe ich tatsächlich getan. Aber es hat niemand zugehört. Stattdessen haben sie gelacht und Steine geworfen. Denk an meine Opfer. Ein Schnitzer, der sein letztes Geld mit Huren durchbringt. Eine alte Gräfin, die die Symbole des Glaubens entweiht. Eine Bardin, der nichts heilig ist und die alles lächerlich macht. Sie haben nicht verdient zu leben und im Tod konnten sie anderen eine Lehre sein. Sie aufwecken und auf den rechten Pfad zurückscheuchen, den des Feuers, der Reinigung und der Erlösung. Für dich ist es zu spät, fürchte ich. Du bist ein Mann von schwachem Glauben. Das kann ich spüren. Mhm. Aber mit dem Schwert bin ich nicht schlecht. Nicht schlecht, Rechter. Na super. So viel zu meiner Aussage, diese wilden Vampire sind meistens nicht böse. Mit Vorsicht! Hier steht's. Wird Zeit für den Sitz. Schwert und Zehn ausschließen.
auf die Knie vor dem ewigen Feuer. Was ist, grauer Junge? Ich hasse dich, verdammt. Abenteuer? Nichts zu machen. Irgendwas stinkt hier. Im Leben muss man was riskieren. Und ja, Geralt? Ich habe den Mörder gefunden und getötet. Es war Hubert. Du hattest recht, ihm nicht zu trauen. Er war ein höherer Vampir. Ich dachte, in Novigrad könnte mich nichts überraschen. Ich habe mich wohl geirrt. Gründlich. Danke, Geralt. Wärst du nicht gewesen, hätte das nie aufgehört. Leb wohl. Wie geht es? Besser. Stimmt's? Ja. Ja. Hast du getan, worum ich dich bat? Ja, auf Hexerart. Danke, Geralt. Von mir und Priscilla. Schon in Ordnung. Sowas tun Freunde eben. Sie spricht wieder. Schöne Neuigkeit. Ja, nicht wahr? Professor von Graz hat mir gesagt, dass ihre Wunden schneller heilen als Trollwunden. Nicht sehr schmeichelhaft, aber doch ermutigend. Vielleicht singt sie sogar eines Tages wieder. Fürs Erste treten wir als Duo auf. Sie spielt Laute, ich singe. Ritter, Sporn und Kalonetta. Klingt doch toll, oder? Wunderbar. Alles Gute, Ritter Sporn. Auf der Bühne und auch sonst. Tut mir leid, Geralt. Mein Hals ist immer noch... Schon gut. Geralt? Werd bald gesund. Ja, dann ist das jetzt wohl endgültig abgeschlossen. Alles in Frieden. Priscilla hat es überlebt. Sie hat ihre Stimme wieder. Glücklich sind sie alle. Komm mit ihm noch mal reden. Ja, Geralt? Hubert hat mir von deiner Vergangenheit erzählt. Noch lebendiger, als ich gedacht hätte. Ich habe keine Zeit für Rätsel, Geralt. Spuck's aus oder geh. Stimmt es, dass die Aufstände in der Universität Leben gekostet haben? Dass Leute für deine Sache gestorben sind? Ich war jung und dumm. Ich dachte, eine bessere Zukunft wäre jeden Preis wert. Auch ein oder zwei Menschenleben. Aber das sind Sünden der Vergangenheit, für die ich gebüßt habe. Ich kenne noch eine Chirurgin von der Oxenfurt Akademie. Sie heißt Chani. Kennst du sie? Kurze rote Haare, Sommersprossen. Und hoffnungslos idealistisch. Natürlich kenne ich sie. Sie war ein Jahr lang meine Assistentin. Weißt du, wo sie jetzt ist? Meine Leute sagen, sie würde irgendwo an der Front Pikiniere zusammenflicken. Ich habe ihr gesagt, dass es zwecklos ist. In der Zeit, in der sie 100 rettet, sind 1000 weitere gestorben. Aber mit überzeugten Ärzten kann man nicht diskutieren. Leb wohl.